Willkommen auf der neuen Bravo Antoine am Kim. Moin Kim. Moin. Wie geht es da? Ganz gut, merci. Hallo, direkt etap von der Antoine Kim. Was ist von Snakorans auf Plateau de Bey gegangen? Wie hast du etap verlaufen? Ja, im Vorfeld vom Profil ja eine ganz schwere Etappe, war nicht so gut die schwerste PNN-Etappe, aber das wird aufgegangen, wie die in dem Moment die Etappe fuhren. Wir hatten eine Echappe von 23 Mann ungefähr. Und da drin hat man Sandy Cazard, der gut am Startklassement war, in einem Retard von 7 Minuten. Mhm. Und der Major Jaune, der darauf reagiert hat, der Plotter hat im Moment über 8 Minuten Retard. Und der Major Jaune, der Matzinger-Equipe, musste nicht lang zufahren. Und dann aber Bemol, als auch die Equipe Leo Patrick kommt, für den Tempo zu forcieren, für ganz einfach die Etappe noch mehr schwerer zu machen. Für hier Koren, die auch gut sind am Birsch, dann ein kleiner Viertel rauszubringen, dann im Moment eine Fränger nennen, die schlecht, die auch gewusst waren, dass sie die stärksten am Birsch sind. Man hat hier Chance wollte nutzen. Mit muss ich so zum Schluss Favoriten sich darum observieren, dass kein richtig vorkommt, obwohl attackiert gehen als vom Andy Schläger noch vom Frank Schläger. Nee, die Favorit vom Tour Allgäu hatte keinen schlechten Tag, sie sind sich ein bisschen neutralisiert. Und du hast die Chance, vier Jelle von Ender sich aufzusetzen an den letzten Kilometern, und du mal einen kleinen Avance rauszufahren. Mhm. Die auch den Samuel Sanchez nämlich konnte zufahren, den kurz drauf attackiert hat. Und du mal der Gewinner Jelle von Ender, ganz erfreulich für uns noch in Österbelsch, sicherlich. Ein Chor hat den auch schon auf Luz Ardiden, dem Moment. Zweite Ginas, an denen Haut zweite Ginas, der war da echten. Also für mich zwei Leute, die immer die Chance nutzen werden, noch an den nächsten Tag für eine Etappe zu gewinnen. Sie haben heute alles richtig gemacht. Und die Favoriten, wie gesagt, unverändert. Aber für mich ist es unverständlich, dass den Dunnen da war, irgendwie probiert, etwas zu riskieren. Nicht von der Seite, also von unseren letzten Bäumen, aber auch mal etwas von anderen Leuten, von einem Cat Levens oder einem Contador. Die warten sicherlich auf bis an den Alpen. Also weiter spannend, das ist für uns. Merci Kim. Hallo direkt auf den Coureur von da. Wie ist wieder der Coureur von Haut? Coureur von Haut ist der Gewinner von da. Und Snowbrand und Belsch, die werden ganz froh sein, die werden sich auch gefreut tun. Jelle van Ender, den also ich noch nicht abgenommen und die Nummer doch den Mai vom besten Birschfahrer kriegt, also für mich. Der Kura vom Dach durch den Attack, der Moment auf den letzten Kilometer für mich eben den stärksten Leute hat schütt, aber dass er keine Rolle mehr am Journalklassement spielt. Und vielleicht kann er den Mai verdienen, also gut gemacht, wie so bereit soll. Merci Kim. Hallo, direkt die Frage von den Nullästern. Man ist froh für dich, drei kleine Frohe, und die Eichkind vom Chang. Und es redet, wie weit und Favoriten hat nicht attackiert. Ja, nicht attackiert, ganz schwierig. Jeder ist im Moment zufrieden, da wo Leute, die wollte richtig riskieren, noch eventuell an der Rote Bereich, sondern du musst vielleicht selber lächeln zu gehen. Die Favoriten haben probiert, die sind in die Schlecke attackiert, die sind in den Frankschlecke attackiert. Mit das kein kirchliches Schlag gehen. Und darum habe ich gelernt, indem man da auch am Mario Jaune geblieben ist. Das ist ganz schwer, sich das zu erklären, dass eine Tour, die observiert wird, eine Tour, die Menge Meinung aber, wie soll ich sagen, mit viel Schütte verbunden war die erste Woche, mehr verloren an den Birger, aber ein oder andere müssen für eine Entscheidung suchen oder mindestens probieren. Sie haben probiert, haben nicht realisiert. Und das verspricht ganz, ganz viel an den Alpenetappen. Merci, Kim. Die zwei Fragen von Christian an Sie fragt, wie viele Minuten mussten den Andy und den Frank am 4.5 für die Tour zu gewinnen? Ja, ungeschwert, manchmal mal auf der Zeit vor, was hier noch bevorsteht. Denn zweitletzten Tag und Zeit vor, was seriös muss gehen, weil wir sind Alberto Contador ist besser am Zeit vor, wie die zwei Schlagbrüder, auch in Evans, den normalerweise mich stark ist. Also ich gehe mal davon aus, wenn Frank Schleck am Moment gut platziert, mit ihm aber noch muss Zeit abholen, für den Moment zu bestehen an dem Zeitfahren. Für ihn noch immer keine gute Sache, die im Moment abweist wird. Ein Andy Schleck, den gut aus an der Konto, den aber trotzdem anderthalb Minuten kann gut machen. Und ob Nevens hat er noch keinen Avantage, sondern auch hier muss gucken, dass die Zeit gut ist. Also im Moment, so wie das ausgesagt, geht es nicht durch, falls mit dem EKG von der Zeit vor.
Merci, Kim. Die allerletzte Frage von Stefanie an sie fragt, was für Sportarten dürfen Zyklisten machen und welche nicht? Ja, gut, normalerweise machen sie andere Sportarten dann am Wand, da für sich ein bisschen fit zahlen, aber da steht dann an der Verträge dran, dass sie eventuell keine Ski dürfen, keine Bungee sprangen. Also, alle gut, die Sportarten, die mit Risiko verbunden sind, wohin sich kann wählen und wohin sich kann etwas brechen. Und das soll ich vermeiden, das wird auch festgehalten an so einem Arbeitsvertrag, die dann alle Chore hat. Und ich meine, das ist noch ein Interesse von all den Chore, weil zwei sind, falls sie nur etwas bricht, wo denen wirklich eine ganze Präparation im Moment, wie soll ich sagen, verloren. Und ein halbes Jahr fällt ihnen dann aus. Und das ist ja nicht ein Interesse von einer Equipe, die auch dann im Moment viel bezahlt für diese Chore, für dann noch mit Resultaten an der Öffentlichkeit zu schauen. Merci Kim für deine Antwort und vergiss nicht, ihr könnt oft fragen über Facebook, Twitter oder per SMS und der Kim schicken und dann kriegt ihr so ein Kohlfrimmer in den drei Flaschen, die auf vier stehen, als Kado. Ich bin direkt auf die Top von moi und Kim. Kim, moi geht es für Limo auf Montpellier. Was sind die Prävisionen? Ja, moi. Eine klare Etappe, eine Sprinter-Etappe, wenn nicht sogar die letzten Möglichkeit an einem großen Peloton zu kommen. Mit Sprinter und Ausdauer viel gelegt. Sie sind an eine Gruppetto gekommen, aber trotzdem müssen sie die Etappe zu nennen führen. Und da sind da drin, die sind schon ganz mit. Und Mark Cavendish, den wohl eine starke Equipe hat, der noch schon drei Etappen gewonnen hat. Aber das ist oft zu warten, wie hier rekuperiert, über den nicht. Und da sind vielleicht auch noch Kuren, die am Fedeln sind, wie in Torschow, Tyler Ferrar. Dann kriegen wir sogar einen anderen Wenker auf den Lindrad zu Montpellier. Merci Kim für deine Erklärungen und bis morgen und dann schönen Weekend. Genau. Merci, adieu.